Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie. 7 Days to Die. Das über den noch aufwerten. Ja, ich habe mir überlegt, also wir brauchen ja Sand. Das kriegt man ja leider nur wieder hier unten. So, wir müssen hier zum Händler dann noch den Kram abgeben. Hier ist noch ein Drop. Ist der da wirklich noch? Dann können wir das ja alles mal in Erfahrung bringen. Es gäbe hier bestimmt noch einiges zum Einschmelzen. Ein bisschen Blei. Das ist schnell eingeschmolzen. So. Baustoffe brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Den Bohrer nehme ich mit. Ich würde aber tatsächlich eher, glaube ich, gerne mit dem mit der Schaufel arbeiten. Einfach, bei der Bohrer, das finde ich, der ist zu laut, das dauert mir irgendwie alles zu lange und, ach, das Übliche. So, dann nehmen wir mal mit. Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit. Was bringt mir das hier? Ausdauerwiederherstellung 15. Effektive Verdauung, Ausdauerwiederherstellung 15. Laufgeschwindigkeit plus 50. Handeln plus 20. EP-Zuwachs plus 20. Ausdauerwiederherstellung 20. Kältewiderstand. Was war denn das nochmal mit Hitzewiderstand? Das müsste doch dann bestimmt. Juckersaft? Nee, Juckersaft-Smoothie. Dieser Smoothie hilft dir in extrem kalten Umgebungen zu überleben. Aber ich will ja was, was mich vor. Kältewiderstand? Extrem kalten und was ist denn? Gibt es denn irgendein Getränk, was gegen Hitze schützt? Chemie trinken. Na komm. Durchfall. Ehre Soße. Melasse Kaffee. Ich weiß es nicht. Irgendwas, das gegen Hitze schützt. So, Moment. Dann gucken wir mal bei Kleidung, Leder, Stoff. Da hätten wir jetzt. Misch, misch. Einmal den El Poncho. Hitzewiderstand 20. Der ist sogar besser, der Ledermantel. Gibt es hier noch irgendwas, was uns gegen Hitze schützt? Kältewiderstand 24. Also wenn wir die im Schneebiom tragen, sollte uns nie wieder kalt werden. So, gibt hier noch irgendwie Hitzewiderstand? Was habe ich denn gerade an? Ach, das ist gehopst wie gesprungen. Ich könnte dann tatsächlich die hier noch anziehen, damit ich mich jetzt nicht so tot schwitze. Der hat noch Hitzewiderstand 11. Dann nehme ich das auch noch mit. Dann habe ich quasi so ein Wüsten-Outfit. Und dann natürlich Händler. Krams. Die ganzen Schematiken, die werden ja wohl ganz gut gehen. Da gucken wir nochmal. Achso, die Zigarre brauche ich noch. 370, 400, 300, 100, 300, 900. Alter Falter. 400, 400 wahrscheinlich auch. 469. Erstmal so ein bisschen was, was wirklich auch Kohle bringt hier, ne? Das ist ja klar. So, der Rest kann da einfach erstmal drin bleiben. So, das Blei ist eingeschmolzen. Komm, geben wir jetzt einfach nochmal noch mehr Metall rein hier.
Zack. Zack. Und on top nochmal ein paar Woodframes für to go. Wir nehmen uns 8 Kaffee mit. Essen diese hier. Und dann müsste das eigentlich reichen. Achso, ich wollte noch mal eben gucken. Wir haben ja DOS Skill Points. Mechaniker. Für einen Aeronaut muss ich Level 10 sein. Okay, fortgeschrittener Ingenieur. Batteriebank, Arzt. Heilmittel herstellen. Heilmittel stellen für 70% mehr Zeit wieder her. 80% mehr EP. Wenn du Verbände, Erste Hilfe Verbände, Verbandskästen oder Schienen verwendest, du kannst Verbandskästen, Steroide fertigen. Nee. Erhalte 3 zusätzliche Auswahlmöglichkeiten bei Questbelohnungen und 15% mehr. Besser handeln. Zahlst nie den vollen Preis. Steigt um 5%. Ich weiß auch nicht. Bargur, da muss ich ja Level 5 sein bis Level 1. Scheiße. Als Läufer lässt du nie ganze Auffänge Staub zurück. Erhöhe die 20% vom Landleben. Gut, kostet mich ein. Und den anderen setzen wir da rein. So, weil wir ja auch ins heiße Biom wollen. Oh ne, ich möchte da hinaus. Blopp. Na gut. Geh uff. Nee, zu. Du gehst uff. Nee. Falsche Seite, da drüben. Himmelarsch und Zwirn. Ist es denn die Möglichkeit? So. Dem geht es auch gar nicht mehr so gut hier mit 88%. So, wir wollen jetzt erstmal zu unserem Trader. El Trader. Der ist wo? Ach, da. Hat mir extra eine Fahne gesetzt, ne? Aber denkst du, ich sehe das? War mein Seemaus schon drin? Ich weiß es gar nicht. Hm, stimmt. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Quietsch. So, dann muss ich ja einmal El-Zigarre einsetzen. Huch. Nee, schon die Treppe rauf hier, Jungchen. You're a sight for sore eyes. Moment. Wieder auf. F7. Bevor ich wieder hier ohne Screenshot. Ihr wisst es. Ihr kennt mich. Ihr wisst es. Ihr kennt mich. Ihr kennt mich. Ihr wisst es. So, Freundchen. Grinsepiet. Ich hätte da 130... Schäkel für dich. Dann 7-mal Jolt. Das gibt gut Jolt vom Jolt. Und auch für das Silber. Komm jetzt hier. Das hier. Ein paar schöne Sachen zum Lesen für dich. Hier, komm. Schon mal was für auf den Kopf. Für eine Arme. Ja, kannst du hier Beauty Palace aufmachen und so. Zip. Zip. Das war, glaube ich, was ich selber anziehen wollte. Gut. Dann, was hast du denn schönes hier? In der Tasche, Junge.
Infründ. 34 hast du Riechstock. Da ist nichts Gescheites. Nee. Du hast ja nur einen Staff, den ich dir verkauft habe. Möchte ich 350? Müsste ich die natürlich nicht selber herstellen, ne? Ach komm, nehmen wir mit. Okay. Much obliged, Stranger. Hab ich bei dir eine Quest eigentlich? Oder bei wem habe ich die Quest? Klots Schatz haben wir auch noch. Zurück zum Händler in einem Kilometer. Okay, dann eben nicht, Freundchen. Raus. Und weiter geht's. Ach, da wollte ich tatsächlich nochmal rein und es looten. Sicher? War ich da nicht schon drin? Quietsch. Knock, knock. Oh, was schöne Tapete. Wir hätten hier seine Schuhe stehen gelassen. Tatsächlich Schuhe. Ich finde diese Tapete ja irgendwie geil, ne? Ja, da kommt er ja schon. Weggenockt. Aua. Weggenockt. Irgendwo kreucht und fleucht da noch jemand rum. Hey du Dulli. Ist da jetzt was drin oder nicht? Nee, scheinbar nicht. Also ich muss sagen hier, das Ding ist echt effektiv. Das macht schon Spaß, muss ich sagen. Also damit jemand eine zu verpulen, ist angenehm. Noch ein nettes kleines Getränk für unterwegs. Ich darf nur die Zeit nicht aus dem Auge verlieren. Jetzt brauchen wir nämlich gar nicht erst losjuckeln. Achso, hier bin ich hier. Autschen. Was war das denn Nettes? Ist da noch irgendwas oben drauf? Ne, ich glaube nicht, ne? Kann man hier überhaupt irgendwo springen? Hier kann man nicht springen. Was bist denn du, Patronenmodler? Der um 15% schneller nach. Der Effekt ist nicht stapelbar, aber er kann in jeder Brustpanzerung oder Beinschiene untergebracht werden. Dann guck wie mal. Die müsste, glaube ich, schon voll sein, ne? Ja. Kann ich sie da reinmachen? Nee. Nee, da muss ich den Brustpanzer. Dürfte auch schon voll sein, ne? Verdammt.
Na gut, dann muss ich warten, bis ich eine passende finde. Na? Oh, es ist ein Biker. So mag ich das. So, was ist hier los? Achso, das ist bestimmt so ein Raum, wo man oben durch die Decke fällt. Ja, cool. Was haben wir hier nicht? Schrotflinten-Messias. Hier Bauplan Desert Vulture oder so. Können wir jetzt machen. Finde ich gut. Ist das mein Poncho? Oder habe ich den hier jetzt gefunden? Ich weiß sowas immer nicht. Also ich glaube, das ist meiner, ja. Und es ist schon wieder 12. Verdammte Axt. Mal kurz hier drüben rein. Weil hier kann ich mir ja sicher sein, dass hier nichts drin ist. Oder niemand mehr drin ist. Theoretisch vielleicht. Gegebenenfalls wahrscheinlich. Ein bisschen Farbe. Na komm. Huch. Wer hat denn das Loch da in die Wand gemacht? Oder auch hier? Achso, hier käme man so hoch, ja. Na komm. Lass mich dich doch hier ernten. Sonst ist hier scheinbar nichts Besonderes. Dankeschön. Bevor ich mich da drüben durch das blöde kleine Loch quäle. Achso, da haben wir hier noch diesen Plastikkram. Ja, die wollen dann immer fallen, ne? Indem sie da irgendwas davor bauen. Na gut, und das kriegt man dann zwei Gläser. Ist jetzt nicht so der Hit. Guten Morgen, guten Morgen. Ihr verstümmelten Gesellen. Kommst du denn her, du kleines Mistvieh? Da haben sie einen wieder dran gekriegt, ne? Komm, das Papier kann ich droppeln. Das kann ich scrappen. Das kann ich auch scrappen. Was liegt hier noch rum? Leder. Na, das Leder nehmen wir doch mal mit. Ich lasse euch hier nicht Leder liegen. Das ist nur Papier. Und das hier wird wahrscheinlich der Raum sein, der womöglich einbricht. Ja, ne? Ich lasse erstmal kurz was hier. Bricht es ein? Es bricht nicht ein. Ich hätte es gedacht. Wo ist denn dann dieser Raum? Weil es ist schon sehr offensichtlich, dass da. Dass da Dinger auf dem Boden liegen. Hier, wie heißen sie doch gleich? So Kissen. Achso, das ist die Treppe nach oben.
Goldroten Tee. Ja komm, den können wir auch nochmal... Ne, nicht zerlegen, benutzen bitte. Hieraus hätte ich jetzt gerne noch ein paar Plöcke gemacht. Das kann ich dropen. Verändern, da baller ich Farbe rein. Robotikgeschütztürme, was du nicht alles hier findest. Komm, die Suppe können wir benutzen. War ja auch geil, benutzen. Wir benutzen eine Suppe. Leder und Stoff könnte ich hier lassen. Der Panzer bringt mir 62. Ah, was ist bei rausgekommen? Footballhelm. Irgendwelche Parts doch wahrscheinlich, ne? Für diesen ominösen Panzer. Da, Stahlrüstungsteile. Komm, den lasse ich hier, das nehme ich mit. Dankeschön, Wiedersehen. So, da will ich jetzt aber auch wissen. Ne, das ist der hier. Wo war denn jetzt der Raum mit den... Hast du hier drüben irgendwo, ne? Nee, doch hier. Weil das finde ich ominös, dass die so mittendrin hier so vor sich hin liegen, finde ich schon seltsam. Oh, jetzt kann ich das Holz nicht einsammeln. Ernsthaft? Vorhin von wo würde man denn hier reinkommen? Von da oben? Hm. Würdest du das Holz mal bitte beiseite droppen hier? Wisst ihr was? Wir machen das anders. Es ist ja nicht so, als hätten wir nicht 700 verfügbare Plätze hier im Motorrad, wollte ich gerade sagen, im Dingens drin. So, Patronengurt, das behalte ich. Den kann ich auch behalten. Behalte ich das auch, das auch. Echt. Immer diese Hin- und Her- und Aussortiererei. So, Kampfanzug. Den verändern. Nehme ich die Farbe raus. Verändern. Obwohl, nee, das ist, glaube ich, meine, oder? Nee. 13 und 1, 12 und 2. Verändern. Farbe raus. Wobei, das Ding, da kriege ich 70 für. Das lohnt nicht. 1 und 2, 2 und 2. Dann bitte hier verändern. Farbe raus. Das Ding. Kriege ich wie viel für? 12. Komm, ab dafür. Verändern. Farbe raus. Das hat einen höheren Hitzewiderstand. Also kann ich auch das hier eben zerlegen. Braun. Zerlege ich meinetwegen. Auch hier das Lila brauche ich auch nicht. Und das Blau eigentlich auch nicht. Nee. So, das sind ja die Sachen, die wollte ich ja in der Wüste anziehen. Das brauche ich noch für den Händler. Und das ist so... für meine Tasche. Fertig? Ne, immer noch nicht. Alte Sch... Gut, also, diese Folge ist jetzt dann doch endlich mal, die hat, das ist jetzt auch schon viel zu lange.
Bevor ich gleich wieder kein Thumbnail habe, nehmen wir einfach mal das hier. Und ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns hier alle in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Tschüssi.